Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play SmackDown vs. Raw 2007 im Season Mode mit Josh und Batista. Hallo, ich bin Batista, ja. So, gehen wir direkt an den Computer. Wir haben gerade ein komisches Match verloren. Ja, also ich habe ein komisches Match verloren, Josh trifft keine Schuld. Aber ja, obwohl, doch, du hast ja, gesagt. Ja, ich habe gesagt. Okay. Das war's, ich hätte das so gewonnen. Dust settles after Armageddon. Ja, wir überfliegen das kurz. Ja, Tonight, ja, klar. Ja, sollen wir es lesen oder nur überfliegen? Ja, überfliegen, das reicht. Ja, also wir sagen schon mal, dass wir nicht verloren, dass wir zwar nicht gewonnen haben, aber wir haben es gut geschlagen oder so. Ja, und Mark Henry ist hungrig. Steht da echt? Little hungry. Ja, er ist nicht mehr böse, aber ein bisschen hungrig. Ja. Er weiß gar nicht mehr, warum er so böse war. Okay, also die Fehde ist quasi wieder vorbei, wie ich jetzt sehe, ne? Ja. War aber auch logisch, jetzt nach Armageddon, nach dem Pay-Per-View, war klar, dass die Fehde dann wieder schließt, ja, wie vorbei immer. Ist, whatever. Heißt das jetzt, wir haben die Story geschafft? Schauen wir mal nach. Es ist noch ein... Also wir hatten noch nachgeguckt. Stimmt, eins ist noch. Eine Sache ist noch, doch. Dann schauen wir mal. Wir gehen einfach rein ins Match, oder? Ja, warte, wir schauen mal noch ganz schnell hier. Ah, da kann man die Screensaver machen, ne? Ja, Loading Screen Manager. On. Ja, nee, sind alle on. Ja, die müssten wir noch freischalten. Ah, damit können wir, glaube ich, das Geld. Ja, mach mal Select. Was? Geht das? Geh mal hoch. Ah, geht gar nicht. Ich hab grad Select gemacht. Also fuck, was hab ich jetzt gemacht? Hast Dreieck gedrückt? Ja, dann sind wir jetzt. Nee, ich hab. Ach, gedrückt. Hier. Was ist das denn? So. Da sind ja, die. Ja, warte. Oh, so. Du machst so. Ja, ja, mach mal. Ich kann nichts machen. Ach so, das heißt, hier kann man die gar nicht. Ist ja mal schwierig. Wahrscheinlich muss man die freikaufen. Ja, den aber ich dachte, man könnte das hier freikaufen. Ah ne, das sind ja auch. Das sind auch nicht die. Ach, Stephanie McMahon. Das sind auch nicht die. Hauptsache, die mal freigeschaltet. Ja, nee, das sind. Ich habe hier genauso viel gespielt wie du, glaub. Nee, ich habe hier schon mehr gespielt. Ja. Nee, das waren aber. Wir waren jetzt aber auch hier in dem Players Locker Room, in dem Superstar Bios. Wir müssen ja hier in den Loading Screen. Da ist nur das hier. Wenn ich ja, hier Select auswähle, dann geht er nochmal zurück. Hä? Egal, ja. Komm, wir machen ja. Jetzt den Hoppala. Aber, ja. Das war ich jetzt, sorry. Ja, mach gut. Wir müssen uns mal einig werden, wer hier klickt und wer nicht. Ja. Oder klickt, drückt. So, beginn Week. Ah gut, dann machen wir jetzt. Jetzt haben wir beide gedrückt. Aber es war aber richtig, es war richtig, ja. Ja, wir haben, hä? Ach so, was jetzt, weil es neu ist, jetzt, ne? Gehen wir mal lieber in den Locker-Room. Nicht, dass hier jetzt irgendwas Wichtiges... Ah, jetzt The Royal Rumble. Das ja, ist jetzt. Das allerletzte. Das ist jetzt das allerletzte Kapitel, sozusagen, von diesem Season-Mode. Oh, beim Royal Rumble, da spielen wir aber beide mit. Es gibt möglicherweise noch die Möglichkeit, danach zu Raw zu gehen. Das werden wir aber nicht machen in diesem Let's Play, sondern dazu wird es dann irgendwann ein extra Let's Play quasi geben, mit einem Raw-Superstar. Ja. Also es wäre die Möglichkeit, nach dem SmackDown-Season-Mode zu wechseln zu Raw, wenn wir da richtig informiert sind. Kann auch sein, dass vielleicht. Es nicht geht. Das werden wir aber auf jeden Fall nicht machen, sondern wir werden dann irgendwann einen Raw-Superstar holen und das Ganze mit dem machen. Jetzt kommt das letzte Kapitel dieses Season-Modes und dieses Let's Plays. Und zwar geht's zum Royal fucking Rumble. Ach, guck mal, wir können hier noch... Was ist jetzt? Und weiter geht's. Ist gerade was abgeschätzt. Ich habe nur gerade festgestellt, wir können hier sogar... theoretisch könnten wir hier den ganzen Raum, aber das machen wir jetzt natürlich nicht. Wir können hier den ganzen Raum ausstatten mit neuen Stühlen oder ja, so. Ja, für so eine Scheiße muss man das Geld jetzt aber echt nicht ausgeben. Ja, genau. Lieber für Loading Screens. Ja, go to event. Dann schauen wir mal, was uns erwartet beim Royal Rumble. Und ab sofort drückst immer du. Okay. Also wir haben das Problem, wir spielen mit zwei Controllern, obwohl wir natürlich eigentlich nur einen bräuchten. Damit jeder einen hat, sobald er zockt. Das Problem ist halt, wenn wir jetzt irgendwie im Menü sind, dann klickt immer jeder das, was er will und dann kommt Scheiße da raus. Ja. Teilweise. Teilweise aber kommt auch was richtig Cooles raus. Ja, manchmal. Hin und wieder. So. Und eine neue Story beginnt. Och, der Teddy. What can I do for you? Ich dachte gerade kurz, das wäre The Rock. Some sort of mistake. Can you tell me why I'm not in the Royal Rumble this year? Well, I'll be damned. It wasn't intentional, believe that. You're one of my top guys, dawg. But unfortunately, there's not a lot I can do. SmackDown's 15 slots are all filled. The only way I could get you in would be to kick someone else out. Hey, Theodore Long, what is the big idea of making me the number one entrant for the Royal Rumble?
Now you know as well as I do. This year we had a random entry. Well, you better unrandom it and quick. If I have to go in at number one, then with 29 guys I have to beat, anything could happen, even to a wrestling god. So let me get this straight, player. You find being the number one entrant in the Rumble unacceptable? You're damn straight it's unacceptable. A superstar of my stature. How about you, player? I'll take anything I can get at this point. All right, then. You're out. You're in. Two birds, one stone, player. You can't do this to me. I just did. Holla, holla, holla. Holla, holla, holla. Irgendwie klingt JBLs Stimme gar nicht so wie JBL. Das ist auch irgendwie... Man erkannte, dass es JBL ist, aber in Scheiße. Also irgendwie war der nicht so gut umgesetzt, dieser JBL. Vielleicht war es auch nicht JBL. Doch, es war JBL. Ist okay. Es war sein Doppelgänger. Das wollte ich sagen. Achso, ja, also JBL wollte seinen ersten Platz nicht im Royal Rumble. Ist auch eigentlich ein ziemlich beschissener Platz, den wir jetzt haben. Und den haben wir jetzt aber dafür. Deswegen sind wir drin, JBL nicht, aber dafür sind wir auf Platz 1. Also kommen wir als allererster ins Rumble. Ja, das ist doch auch was. Aber erster ist irgendwie noch cooler als zweiter, weil der zweite... Ja, okay, mach erstmal die. Okay. Okay, also, geiler Scheiß. Also da Teddy Long ein Problem hat mit der Nummer 7, wer auch immer das jetzt sein wird, wenn wir gleich erkennen, haben wir heute ein Match gegen den bei SmackDown und wenn wir gewinnen, tauschen wir die Plätze. Das heißt, dann sind wir die 7 und er die 1. Genau. Also guck. Ich mach den Platz, oder? Gewinnst, ja. Ich verliere, damit wir länger spielen können. Dass wir den blödsten Platz haben, ja. Nee, aber 2 ist echt blöder als 1, weil 2, der hat genauso verschissen wie der erste, weil es sind ja die ersten beiden, die drin sind. Nur wenn du zum Schluss gewinnst, als erster ist cooler wie als zweiter. Ja. So, und ach, Mr. Kennedy, den kennen wir doch irgendwo, habe ich das Gefühl. Ja gut, das finde ich jetzt auch gut gemacht, also ich mache jetzt mal Play schon mal. Das finde ich jetzt auch gut gemacht hier, wenn wir gewinnen, dann gibt es dann in eine andere Richtung, nicht wie bei dir, wo du gesagt hast, bei dem einen, wo man verliert und dann ist vorbei. Wenn man hier verliert, hat man einen schlechteren Startplatz und so. Apropos Triple H und wo ich gesagt habe, WrestleMania 21 sind ja auch die ganzen Wrestler vertont, außer Triple H. Alle vertont außer Triple H, den haben sie scheinbar keine Ahnung, warum nicht. Haben sie vergessen. Nee, glaube ich nicht, weil der kam super oft vor. Also das ist so ziemlich der Charakter, der am öftesten in diesem Story-Modus vorkommt, abgesehen von dem Charakter, den man selbst spielt natürlich. Da war er krank. Glaube ich auch nicht. Gut, ich überspringe das jetzt einfach. Die erzählen ja auch nur jetzt nochmal, was abgeht. Übrigens... Ich muss aber sagen, so eine ähnliche Storyline gab es schon im 2005er, das habe ich ja privat schon durchgespielt jetzt. Also da gab es eine ähnliche Storyline, wo man auch vorm Royal Rumble dann gab es ein riesiges, der Boogeyman. The Boogeyman. Gab es ein riesiges Turnier, wo man in den Rängen nach oben steigen konnte und dann halt später... Das ist cool. Ja. Also je öfter man gewonnen hat, desto später war man halt im Dings. Und das Ganze noch mit Story, das war richtig cool, aber ist jetzt halt auch sowas Ähnliches. Aber es ist echt cool bei diesem Season-Mode, dass er sich eben verändert, ob du gewinnst oder verlierst. Ja. Also vom Grundprinzip her nicht, die Story bleibt ja an sich dieselbe, aber schon so kleine Dinge, das ist eigentlich eine ziemlich geile Sache. Jetzt hier der Zeitungsartikel wäre vielleicht ein bisschen anders ausgefallen, wenn wir jetzt hier... Aber gewonnen. Ansonsten wäre es in dem Fall selber gewesen. Ja. Das Blöde ist, wir haben den gesamten Season Mode keinen Titel gewonnen. Ja, das stimmt. Und das wird auch nicht mehr dazu kommen, denn, außer vielleicht fehlt noch irgendeine Storyline, die... Nee, glaube ich nicht. Also, die Seite sah seriös aus, wenn wir danach geschaut haben. Das dürfte die letzte Storyline sein. Okay, oh, eine Batista-Bomb. Nee, doch nicht. Ich wollte auch gerade sagen. Das wäre ganz schön flott gegangen. Ja. Und jetzt ein Cover, ach nee. Ja, der UFC-Mode, der geile. Der Verbotene, der uns immer Punktabzug bringt. Ja, genau. Aber der ist geil. Ja, jetzt kontert der schon wieder. Ich will dich irisch wippen. Irisch wippen? Ja, ey, guck mal hier. Zack und yay! Okay, der war. Das ist doch der. Das ist doch der, der kommt, bevor man den Finisher macht. Ja, kommt drauf an, bei wem. Ja, bei Batista. Batista, stimmt, der hat den auch vorher immer gemacht. Batista macht den doch immer vor... Hat The Rock auch, oder? Nee. Ja, doch, The Rock macht den vor der... vom People's Elbow. Ja, ich glaube wirklich, dass das der Move, dass das dazugehört, dass der kontert. Weil das hat er bis jetzt jedes Mal gemacht. Das kann echt sein.
Naja, wie auch immer, meine Damen und Herren. Wir sind im letzten Kapitel angelangt vom Season Mode und den Part müssen wir trotzdem erstmal wieder beenden. Das war's also vorerst mal wieder mit diesem geilen Move. Ja. Und SmackDown vs. Raw 2007. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.